Hi Leute, Kaxel, herzlich willkommen zu einem neuen Guide bzw. ein kurzes Update zu unserem Guide mit der Gabe des Sammlers. Und zwar das nette Ding hier ist ein legendärer Edelstein, bekommt ihr im Grift mittlerweile, denn in meinem alten Guide, das ist ein kleines Update wie gesagt, mein altem Guide habe ich noch gesagt, dass es den nur im Reich der Schätze gibt, beim Goblin-Portal. Nein, das hat sich geändert seit Patch 2.1.2, glaube ich. Das heißt, es ist auch jetzt nicht ganz aktuell, aber ein User hatte gefragt, wie es da aussieht, deshalb nochmal eine kurze Info dazu. Den findet ihr jetzt, wie gesagt, ganz normal beim Rift Guardian. Und das Besondere an dem Stein ist nämlich Chance von prozentualen Anteil, je nachdem, was für eine Stufe er hat, in meinem Fall 77,5%, dass ein getöteter Gegner eine Goldexplosion verursacht. Und ab 25 bekommen wir den zweiten Affix drauf, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sekunden lang um 30%, nachdem ihr Gold aufgesammelt habt. So, das ist relativ eindeutig, das Ganze. Das heißt, was heißt das? Im Falle von, oder mit einem Wert von 77%, 77,5 in meinem Fall, explodiert der Gegner, beziehungsweise der Gegner, den wir töten, und hinterlässt Gold. Das Ganze kann man ganz gut nutzen zum Goldfarmen und natürlich auch noch ausbauen zum Gold, zum Goldfarmen. Wir haben jetzt hier als Beispiel Gold von Bonus 1736%. Das ändern wir jetzt einmal. Ich hau hier einmal den Edelstein rein, beziehungsweise muss ganz kurz einen entfernen. Bam, 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 bam. Da nehmen wir jetzt einfach mal hier den Schmerzverstärker raus. Natürlich der erstmal rausnehmen. Der kommt hier hin. Der kommt da rein. Das Ganze machen wir auch mit unserem Kopf. Machen wir einen Grünstein rein. Und zwar, weil ganz einfach 41% mehr Gold von Gegnern. Und somit kommen wir jetzt hier in unserem Fall schon auf. Schnuckelige 2433%. Das reicht uns aber noch nicht, denn wir treiben das noch ein bisschen weiter. Und man könnte es noch weiter treiben, wie man hier sieht. Und zwar, Gegner lassen manchmal Gold fallen, wenn ihr sie trefft, ist die Goldhaut. Aber hier besonders 100% mehr Gold von Gegnern. Jetzt müsste ich hier in meinem Fall gucken, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Staubteufel weg. Zack. Und dementsprechend sitze ich dann schon bei 4133% Gold. Jetzt mache ich hier noch ein paar Stärkesteine rein. Eins. Zwei. Und drei. So, dann könnte man noch den Goldträger reinballern. Hier das Geile dabei ist einfach Gold sammeln. Eure Rüstung wird für 5 Sekunden um einen Wert erhöht, der dem des aufgesammelten Goldes entspricht. So, wir sammeln hier nachher Hunderttausende bis Millionen von Gold auf. Und das Ganze bekommen wir auch als Rüstung. Das heißt, wir haben später hier 2-3 Milliarden Rüstung und sind eigentlich unkaputtbar. Kein Scherz, ist wirklich so. Kann ich euch zeigen, dann würde ich jetzt aber meinen Bersi verlieren. Ach, mein Boni verlieren hier. Lasse ich erstmal. Könnt ihr einfach mal austesten. Goldträger, wie gesagt, ganz sinnvoll. Dann gibt es noch das Amulett Kymbos Gold. Das habe ich jetzt gerade nicht da. Das hätte ich euch gerne einmal gezeigt. Damit bekommt ihr nochmal zusätzlich Gold. Und so gibt es echt fast überall so ein spezielles Item, was für Gold zuständig ist. Es gibt auch Armschienen, die sind für Gold zuständig. Die klusterischen Handschienen heißen, glaube ich, Handgelenke. Da bekommt ihr dann für jedes Gold, das ihr aufsammelt, auch noch das gleiche als EP. Also auch da, das harmoniert super zusammen. So, relativ viel gequatscht jetzt, ohne viel Sinn und Verstand. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal. Das kann man einerseits natürlich im Grift machen, nicht im Grift. Bei Grifts geht's nicht, aber bei Rifts geht's und empfehle ich euch sogar persönlich. Aber muss man nicht machen. Ihr könnt auch einfach hier Akt 1 gehen, zum Beispiel Neutristra im Hallen der Agonie. Da ist eine sehr hohe Monsterdichte, die könnt ihr natürlich zu eurem Vorteil nutzen. Und jetzt zeige ich euch das hier einfach mal, wie das hier aussieht. So, wir wirbeln uns einmal rum. Zerfleischen rein. Und ihr seht schon hier, guckt mal unten rechts auf den Goldwert. Wir sammeln echt eine Menge Gold hier auf. So. Ihr seht, es platzt überall Gold raus. Also gut wie überall, je nachdem, wie gesagt, wie hoch das Level des Steins ist. Und so macht ihr sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Gold. Das Ganze könnt ihr auch hier nochmal pushen. Und zwar hier bei Goldfundbonus, das mache ich nochmal ganz schnell. Zack. So haben wir jetzt auch hier nochmal Goldbonus drauf. Und zwar in dem Fall dann 4800 noch was. Also wirklich eine richtig, richtig gute Menge. Relativ viel. Und so könnt ihr hier wirklich super durchrushen und auch nebenbei extrem viel Gold machen. Das könnt ihr übrigens auch mit jeder Klasse machen. Wichtig ist dieser Stein. Wie gesagt, den findet ihr beim Griften, bei dem Endboss. Der lässt ihn dann fallen. Und wenn ihr Goldprobleme habt, wisst ihr Bescheid. Einfach hier den Stein reinballern und dann geht's schon los. Ja, mehr ist das gar nicht. Also relativ simpel, wie ihr seht. Kann jeder machen.
Und dadurch, dass der Stein nicht mehr nur in Grifts, im Reich der Schätze auffindbar ist, was ja wirklich selten war, denn ins Reich der Schätze kam nur mit einem Goblin. Und ja, das Ganze könnt ihr jetzt umgehen. Wie gesagt, einfach griften, den Stein da holen und dann hier diesen kleinen netten Trick ausnutzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hat mich gefreut, wenn ich euch helfen konnte. Ciao, Leute!